Willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert und Schild in unserem kleinen, süßen Freegather. In der letzten Folge haben wir die gute Arena in Engine City besiegt mit dem guten Jay und dem guten Kai hier im Schlepptau. Und ja, ich habe mich noch ein bisschen umgestylt. Was habt ihr noch so gemacht? Ich glaube, ihr seid gerade nur aus der Stadt rausgekommen, ne? Guten ich Abend, ja. Wir sind nur aus der Stadt rausgekommen. Also ich... Ja, also ich habe eigentlich nur das gemacht, was du im letzten Part gemacht hast. Ich habe es nachgeholt. Uiui. Wir müssen ja jetzt erstmal durch die Naturzone radeln und nach Claw City kommen, heißt es hier, ne? Richtig. Das ist ganz am Ende der hinteren Naturzone, so nenne ich sie die ganze Zeit immer. Milotixsee. Ah, ja. Ui. Und hier ist direkt ein Relaxo über der Brücke. Alter. Nee. Ja, ich sehe es schon, doch. Ich sehe es schon, ja. Heftig. Warum nimmst du eigentlich dein Fahrrad nicht, Kai? Tue ich? Jetzt hat er es gerade rausgeholt. Ja, ich hab's kurz stehen lassen, weil ich gesehen habe, dass Relaxo sich echt komisch im 360-Grad-Winkel bewegt hat. Brückental. Oh, die Mucke ist aber geil. Sehr. Vor allem, das Ding ist, das ist nicht nur hohes Gras, das ist hohes Gras mit verdammt vielen Pokémon. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, ja, ne? Das ist richtig. Oh, die schottische Musik. Oh shit. Okay. Oh mein Gott, da läuft einfach ein Geradax rum. Schwein. So. Und seid ihr schon da? Oder seid ihr schon halbwegs in der Nähe? Ich bin jetzt gleich über der zweiten Brücke oder unter der zweiten Brücke durch. Ja, und dann in dieser Wüste. Oh, guck mal, hier ist die Endentwicklung von dem Flug-Pokémon. Alter. Also die Musik ist gerade echt wunderschön, muss ich sagen. Die ja, man, da hat jemand richtig an Zelda Breath of the Wild. Da hat jemand den Dudelsack rausgeholt, Alter. Ich sage, ich bin allgemein sehr, sehr... Also ich finde, dieser Teil der Naturzone ist nochmal ein großes Stück schöner als der davor. Definitiv, definitiv. Ich finde die auch sehr gelungen von der Art des Austragens der Kämpfe. Ja. Finde ich geil. Also ich muss sagen, die Zone hier haben die echt gut gemacht. Echt Hammer. Vom Prinzip her. Schon, jetzt habe ich ein paar Zitrobeeren aufgehoben. Was soll ich mir einen Mogelbaum holen? Brauche ich das? Könnte ich das verwenden? Ah gut, ich habe halt das Waggon, ne? Ah, Alter, ist das hier ein Zwirrfinst? Ja, wow, ein wildes Zwirrfinst. Ach du heilige Scheiße. Alter. Das war früher nicht so häufig anzutreffen. Ich muss trotzdem loszischen. Stahl-Pokémon. Ja, ich guck mal gerade noch so ein bisschen rum, was es hier noch so gibt. Wow. Also ein Pflanzen-Pokémon, was ziemlich... Also ich... Oh, warte mal, ich habe doch hier unten eben eins gesehen. Oh, oh. Hol ich mir Douglas? Ich glaube, ich bin Douglas. Du solltest das nicht tun. Nein, das solltest du nicht tun. Nein, ich sehe schon. Oh mein Gott. Als ob du auch das. Du wolltest es auch holen. Ich wollte es mir gerade fangen, ja. Ihr Schweine. Muss los. Ich bin entkommen. Ah, nice, er hat uns beide gehen lassen. Alter, ja, ich dachte mir gerade so, boah, voll geil, das sollte bestimmt auch nicht so krass gelevelt sein. Ich meine, Douglas, das ist ja noch die Vorentwicklung so. Das sollte eigentlich passen und dann bam, Alter, 56. Okay, aber Brüder, gut. Jetzt der Kampf gegen das geheiligte Gifloor. Leute, direkt vor Claw City ist einfach ein Gifloor. Welches Level hat das? Ah, es ist extrem stark. Nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Oh ja, hier, bitteschön. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Kai, hau ab. Alter, das ist Level 41, Mann, und es regnet. Ja, fuck, verschwinde da. Wartest du auf Hop, Gott. Der wird nicht kommen. Was? Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ. Oh, er hat verloren gegen Krabu. Krass. Als ob. Habt ihr das mitbekommen, Jungs? Hopper hat einfach verloren. Ach, wirklich? So laut. Also nicht, dass ich es anders von ihm erwartet hätte, aber es ist, ja, ich wollte gerade sagen, also. Das ist krass, so. Er ist eigentlich nicht zugelassen, so. Mal sehen, ob er noch irgendwann später dazu stößt, so, weil, ne? Ist halt jetzt eigentlich draußen. Hoffen wir, er holt das Ganze nach. Ja. Mhm. Vor allem, ich hatte eben ja ein bisschen Gameplay nachgeholt, ne? Das Gespräch mit ihm, als wir auf diese große Ebene gelaufen sind. Und die hatten ja ein Gespräch mit Betis gehabt und der meinte so, ja, ich bin der kleine Bruder vom Champ und so. Der hat sich wieder voll was darauf eingebildet. Schwein. Richtiges Schwein. Hm. Boah, die Stadt sieht schon geil aus. Also die Stadt ist echt muy buende. Aber also die Stadt hat auch etwas, was ich nicht so geil finde, nämlich, dass man hier einfach nur links und rechts hier gehen kann am Anfang. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Ja, erinnert mich aber an die
Wie heißt die Stadt nochmal? Von Schwarz und Weiß, die New York-Stadt. Die ist ja auch so aufgebaut. Da kann man vielleicht auch in ein, zwei Gassen vielleicht reingehen, aber an sich. Die geht ja nur so. Und auch so ein bisschen hier diese Carlos-Hauptstadt, die ist auch so ein bisschen kreislich gewesen. So kreislich, ja, ja, schon, ja. Carlos war sechste Generation, ne? Ja, Carlos war sechste Generation. Paris sollte das ja darstellen. Ja, so, hier, direkt mal schauen. Liga-Präsident José, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Was? Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Ja. Was ist denn bei dem los, Alter? Das ist erfreulich, Beatrice, nur weiter so. Warum redet eigentlich Olivia für den Chef eigentlich? Was ist da los? Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident José verdankst. Wenn ich ihnen genug Wunschsterne bringe, können sie endlich das Problem lösen, das sie so belastet. Ich war ja Liga-Präsident. Oh, was belastet ihn denn? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ an Stärke ebenwürdig ist. Okay. Mit Verlaub, Liga-Präsident. Mit Verlaub! Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Mit Verlaub, der Herr. Mit Verlaub, der Herr. Das ist Musik in meinen Ohren. Oh. Genauso wie einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena-Challenge sehen. Ja, das freut mich doch. Betis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen könntest. Mit Verlaub, natürlich. Mm. Mit Verlaub folge ich Ihnen in den dunklen Raum hinein. Na, also, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als so Pokémon riesengroß werden lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Aber warum muss ich jetzt mit dem Typen da rein? Das ist ja asozial. Der darf mit der Lady da rein und ich muss zu dem. Mit Verlaub. Das tue ich nicht. Aber ich gehe natürlich mit rein. Oh. Ich glaube, ich weiß, warum die so Alman reden. Ich glaube, ich weiß, warum die so Alman reden. Das ist ja eine Region, die angelehnt an England ist. Und England ist ja immer sehr so polite und... Oh ja, Gentleman. Gentleman und... Deswegen, macht das schon Sinn, dass die so Alman reden? Ja, okay. Das stimmt. Dann dürfen wir es ja auch eigentlich nicht mehr Alman nennen. Eigentlich schon. Eigentlich ist es jetzt Britmann oder so. Ah, also ein Tablet. Ja. Was? Was ist das denn hier? Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Digga, will der jetzt, dass ich den irgendwie unter... Das ist so der andere Staubsaugerverkäufer, der mir gerade noch seine Energieproduktion zeigt. Will er mir einen Stromvertrag anbieten oder was? Ja, Mann. Und zwar Energie, Elektrizität, Gas, Wasser, Digga, der ist ja dieser andere Stromvertreter, Alter. Ja, der weiß Bescheid. Also ich merke schon, Betis Cutscenes sollten wir öfter vorlesen, der ist Alman, Alter. Richtig Alman. Na, Balduin, wie geht es dir? Ah, Level Balduin, der schenkt wieder was, oder? Ja, warum hat er so eine süße Cap auf? Ja, Mann. Oh, ja, cool! Hä? Yeah. Levelball. Digga, vor allem wie muskulös der aussieht, der Balduin. Was geht, Bruder? Richtiger Ehemann. Du brauchst lieb Orden, bevor du es mit Roy, dem Meister im Umgang mit Drachen-Pokémon auflegen kannst. Roy also, ja, ja. Also ist das hier die letzte Arena? Die ist, Ja, ja, ich wollte gerade sagen, möglich. Die letzte Arena. Müssen wir links oder rechts jetzt, die Sache? Begib dich zur Stadt, okay. Na Kai, na Kai, wie läuft es so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden, du Schwein. Ich bin mal so asozial und lese vor, ja? Darf ich? Ja, ja, mach ruhig. Sag mal, weißt du zufällig, was mit Hopp los ist? Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden. Warte. Mit Hopplo? Hopplos? Die Hopplos? Ich frag mich, was mit Hopp los ist, wie die Mehrzahl von Hopplo. Dann hat er sich aus heiterem Himmel einfach entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als sein Rivale weißt vielleicht Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Hat gegen Betis verloren. Ah, er hat gegen Betis verloren. Digga, das ist ja wohl... Ich dachte, er hat gegen Krabbo verloren. Das sind halt dann zwei Schwächlinge, die gegeneinander kämpfen, oder? Ja, zwei Schwächlinge. Ja, das tut zwar weh, aber das ist völlig normal. Aber man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärken aus ihnen ziehen.
Wenn Hopp das gelingt, hat er das Zeug dazu, ein richtig guter Trainer zu werden. Hopplo, ich muss ja los. Achso, nee, warte, Hoppla war das. Aber lustig wäre es gewesen, würde er Hopplo gesagt haben, so wie als wortspielmäßig, weil wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Oh, die Jacken sehen mal geil aus. Shit, die Gengar-Jacke. Die will ich mir holen. Ach, sind wir denn in eine Boutique hineingesteppt? Ja. Ah. Wohl wahr. Kai, rechts von dir findest du zwei Hypertränke. Oh. Schmackhaft. Ich glaube, ich muss mir ganz kurz 15.000 Dollar aus dem Arsch ziehen. Warte ganz kurz. Ich will die Jacke haben, Leute. Ich will die Jacke haben. Die sieht geil aus. Habt ihr die gesehen? Ach, das hier ist das Kampfcafé. Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, krass. Was kann man da machen? Das gab's schon mal. Irgendwie setzt man sich an den Tisch und dann kommen ganz halt Gegner und ich glaube, am Ende kriegt man Nuggets oder so ein Zeug. Also, irgendwie sowas in die Richtung war das. Das also, Ding ist... Welche Jacke war's? Mac mit dem Münzamulett? Ich weiß nicht, eigentlich nicht, die Griffklaue. Ich muss irgendwie... Wie viel Beleber habe ich? 14, das wird für 14.000 reichen. Komm, ich brauche doch safe nur 7 davon. Ich verkaufe einfach die Beleber, die ich letztens gekauft habe, damit ich hier weiterkomme. Oh, Finsterwelle, traurig. Mm. Der Levelball, den kann ich nicht verkaufen. Den Köderball kann ich auch nicht verkaufen. Scheiße. X-Angriff lässt sich gut verkaufen. Wo geht's denn hier hin? So, die Jacke, die wird so reinpumpen. Kombi-Attacke. Ah, nee, auch nicht. Die Griff... Warte mal, haben wir noch irgendwas anderes? Oh ja, die Wechselhülle, die kann weg. Die Griffklaue auch. Leute, Ich komme meinem Ziel nahe. Das Münzamulett möchte ich eigentlich nicht verkaufen, weil damit kann ich mehr Münzen generieren eigentlich noch. Kai, du hast einen Attackenhelfer gefunden, sehe ich das richtig? Ja, der hat mir eine Kombi-Attacke oder eine Kombo-Attacke beigebracht, und zwar Feuersäulen. Für Kikalo. Nice, ja, das ist der Starter-Attackenhelfer. Der Wasser-Pokémon kann halt Wassersäulen und Pflanzen-Pokémon Pflanzensäulen erlernen. Boing. Wenn man dann zwei von denen hintereinander einsetzt oder gleichzeitig, ich weiß es gar nicht, also im Doppelkampf, dann sind die wohl sehr stark. Boah. Ja, mit Pflanzensäulen. Ja, wo finde ich den? Der ist in Claw City. Ah, schon wieder so unten, ne? Krass. Hast du schon bei der Brücke gegen diesen Team Yell-Typen mit Geralax gekämpft? Oder bist du an dem vorbeigekommen? Ich glaube, ich bin noch gar nicht da lang. Ach, okay. Das ist ein Team dieses Kampfhaus. Was du gerade eben gesehen hast, dieses Kampfschloss hier mit der mit dem kleinen Trainingsfeld hier. Links davon gibt es halt einen kleineren Weg nach schräg unten und dann kannst du den ansprechen. Ah ja. Aha. Danke dir. Ja. Oh. Okay, aber da komme ich erstmal nicht weiter. Hier ist übrigens ein Typ, ganz interessant. Es gibt ja in Claw City 2 Pokécenter und da ist ein Typ vom zweiten, also vom westlichen, der sagt, ja. Ich habe mich mit einem Date verabredet, aber es kam nicht. Ob es wohl mehr als ein Pokémon-Center gibt? Und Korb. Naja. Schade, dass man nicht verkaufen kann. Also die nächste Hose, die ich mir holen werde, wird die hier. Guckt mal, ich mal meine Jacke jetzt an, Jungs. Da ist einfach Gengars drauf. Nice, Mann. Die hat 15.000 gekostet, Alter. Wenn die mich fragen, wie viel ist dein Outfit wert? Ja, das ist schön 30.000. Der Hoodie 15.000. Oh, was geht? Sebastian, nee, Roy. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, den Delion eine Empfehlung geschrieben hat. Junge, merk doch einfach mal unseren Namen so, weißt du, anstatt immer zu sagen... Oh, jetzt sind da... Wie unhöflich, der geht einfach ans Handy, Digga. Oh ja. Digga, könnt ihr uns nicht einfach irgendwie bei unseren Namen nennen oder so? Ich meine... Wir haben auch Namen, so, ne? Wir heißen nicht der Typ, der empfohlen wurde, so, weißt du? Schon, ja. Aber gut, so lass uns in dieses Haus gehen. Liga-Karte von Roy, was ist das hier? Ups. Wart ihr hier schon? Nee, also ich war davor. Aber ich komm da jetzt hin. Oh. Ah, hier rein. Ah, ja, ich erinnere mich. Die Gemälde. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünglinge, die einen Wunschstern betrachten.
Ich frag mich, welche Jünglinge? Und hier bricht Unheil über das Land. Die beiden Jünglinge sehen verzweifelt aus. Schisch. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, die dem Unheil irgendwie Einhalt. Hatte dieser eine Jüngling nicht was mit keinen Limits zu tun? Also der hatte doch keine Limits gehabt, oder? Ich glaube schon. Ja. Turn up! Und dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Das ist Turbo-Shit! Ey, das ist doch Moneyboy und Hustensaft-Jüngling, Alter. Die beiden Kings! Genau da. Nein, es gibt nicht nur einen Helden, es gibt zwei Helden, Alter. Oh. Und sie kennen kein Limit. Kein Limit. Ah ja, Sahne. Erste Sahne-Dinger. Das wäre lustig, wenn die ganze Zeit erste Sahne sagen würde, Alter. Das wäre so ein richtiger Nintendo-Witz. Hat sie das gerade eben gesagt? Nee, ich glaube nicht. Schade. Oder Mann. Ich hatte nicht drauf geachtet. Ich mein Bike durch die... Ah, nee, hier durch kann ich natürlich nicht gehen. Was will der jetzt nochmal von mir? Mhm. Na, wie haben dir die Wandteppiche mit den Helden Galas gefallen? Turn up! Auf jeden Fall sehr schön gestrickte Wandteppiche. Definitiv. Stinken ein bisschen. Aber Wohlbehalt, das sind sehr wunderschöne... was winkst du denn so, Alter? Vor allem, wem winkt sie? Wem winkt sie zu? Ah, ich merk schon. Ich habe jetzt gerade erstmal so im Eifer gelesen, Route 6 nach Richtung Rostock. Wie heißt das denn, die Stadt? Ich glaube Passpeck. Ich glaube auch, ja. Wo hast du da Rostock gelesen, Alter? Ich weiß auch nicht, das P wurde ganz kurz zum R, Alter. Ich weiß auch nicht, was da los war. Da wärst du immer noch Raspeck, Alter, und nicht Rostock. Oh, was ist das denn? Passpeck. Was für eine süße Salanga. Ah, Salanga heißt sie. Boah, das Pokémon will ich fangen. Rüpel. Vor allem, warum heißt die Rüpel? Das ist ein Fanclub einfach nur. Und die alte Oma. Ach, die lassen die durch, oder was? Aber mich nicht, oder wie? Verdient. Oh, yo, hopp, was geht denn? Ich dachte, du wärst tot oder so, Digga. Oder wärst du deine Depressionen gefangen? Aber er lächelt ja immer noch. Ich meine, okay, er kann wahrscheinlich keine anderen Emotionen zeigen bei Game Freak. Ich dachte, okay, das eine Modell, wo er seine Lippen so anwickelt, als würde er lächeln, das reicht uns. Mehr wollen wir gar nicht investieren in das Spiel. Aber ich glaube, innerlich fühlt er sich immer noch scheiße. Vor allem, wie er sie einfach total todesanlächelt, Mann, während die total angry auf den sind. Und er guckt so, total, das schmeckt. Ist doch so richtig provozierend, Mann. Ja, und die gucken einfach dauerhaft traurig, Alter. Ja. Aber Level 29. Ja. Feuer-Ex. Das ist ekelhaft, Alter. Schon. Oh, vor allem Skankapu. Ist das nicht ein Gift-Pokémon gewesen? Ja. Ja, ich glaube Gift und Licht vielleicht, kann das sein. Wer spielt denn da mit Evoli rum? Das bist du. Feuersäulen. Schmeckt. Das ist sehr nice. Ich hab mir die Attacke jetzt krasser vorgestellt, dass da wirklich Feuersäulen aus dem Boden kommen. War das so irgendwelche kleineren Feuerschwalle? Oh shit, komm, stirb, Bruder. Oh, nice. Ach nee, ist ja giftig. Oh. Geradax, zweiter Captain, komm. Oh, nice. Ja, du hast es jetzt einfach, Kai. So. Ja, Mann, aber ich brauche eine stärkere Kampfattacke, Mann. Ich kann nicht nur doppelt kicken. Ja, aber das ist, glaube ich, die einzige Attacke, die er kann. Ja. Aber ich bin froh, wenn ich verwirre mit deiner Aquarelle. Oh, der ist Level 30 einfach. Das ist gar nicht cool. Oh. Oh. Komm, Verwirrung. Das ist ja eine sehr verrückte Dame. Ein Volltreffer und Verwirrung kommt. Nice, Verwirrung kommt durch. Komm, triff dich selber. Nein, Klauenwälzer. Oh shit, Alter, der wird gleich richtig abgehen. Oh, das ist richtig ekelhaft. Ja! Ich liebe es, wenn man Doppelkick einfach immer durchtrifft, auch wenn Sandwirbel geworfen worden ist in meine Richtung. Oh shit. Das ist immer noch der gleiche Trainer, den du bist schon bei dem anderen, oder? Jo. Also Trainerin bitte. Es tut mir leid, der Herr.
Hey, aber als... Oh, Junge, du bist schon viel weiter als ich. Komm nicht klar. Hm. Oh, hat noch Finalschlag und vergiftet. Oh, das fuckt gerade. Oh, hat sich ja geboostet, Alter. Das ist richtig geklappt. Aber mein Ableitief sollte schon wieder gut sein, oder? Komm, regenerier dich, mein Freund. Ja, ja. Der Ableitief, ein Freund. Und Helfer. So, ja, aber Route 6. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange die sich jetzt ziehen wird, ne? Bis zur nächsten Stadt. 2 Minuten vielleicht. Mal gucken. Oh, das ist die legendäre Route mit der Leiter, ne? Ist das die Leiterroute? Ah, ja, ja, ja. Ja, und stimmt. Und Fossilien gibt es hier, Leute. Die wir uns auch mal angucken sollten, auf jeden Fall. Uiui. Die wahrscheinlich auch anders sind, von Schwert zu Schild abhängig. Stimmt, das kann sein. Oh, shit. Perfekt. Der hat ja nur Kleopatra. Gewissheit. Mhm. Ah ja, das ist das andere. Mein Ableitief kommt jetzt richtig gut durch. Alter, das ist einfach ein One-Hit. Kopfnuss wäre nicht schlecht. Eine Kopfnuss wäre nicht schlecht. Shit, Alter, ich bin zufrieden mit Nocturne. Das macht das schon mal ganz gut. Boah, die Erfahrungspunkte schmecken ja richtig. Oh, über 1000, ey. Das Geld schmeckt richtig. Ich bin mich. Boah, will einer von euch dieses Schlangenfieder holen? So als Frage. Gibt's denn, bin ich? Ich Route 6, also ich weiß, kann man das fangen, das direkt vor einem steht? Oder nee, zischt das jetzt weg? Ich glaube nicht, nee. Ja, es zischt. Sehr langsam. Ja, das geht sogar. Fängt sich das. Nicht mal so langsam. Oh. Oh, oh. Hm. Papella. Lies vor, Kai, was? Oh. Die Dame, ich kenne nur Papinella. Guten Tag. Irgendwann musst du mir mal zeigen, wie stark du wirklich bist, Kündchen. Die ist einfach langsamer als die Schnecke. Ja gut, bei so einem Rücken, verständlich. Und wie will die gleich die Leitern hochklettern, Mann? Wie schafft die das? Hallo? Das ist eine gute Frage, ja. Die schafft's doch grad. Das ist eine gute Frage. Ja, weißt du, die humpelt hier doch nur mit einem Stock rum schon und, naja. Ich glaube, wir sollten den Part beenden. Wie sieht's aus? Der ist gerade ein bisschen lang. Oh, ja. Oh. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der nächste Part ist dann wieder auf dem Kanal vom guten Sirius, vom guten Kai. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Hauen Sie rein. Dann.